die Kapitänsanzeige wegen Sultan Soleimani. Jetzt allerdings der Axel Hurst. 1-0-Führung in Grundlage. 2-0-Führung. Es läuft die zweite Kampfminute. Zwei Runden für den Kontern, dann die Oberlage von Sultan Soleimani, dann logischerweise nur ein Punkt. 3-2 Führung, 49 Sekunden bis zur Pause. TKSV Duisdorf und der Sportunion Annen. Sekunden.
Ein hochspannender Kampf mit einem dann für den DKSV Duisdorf persönlichen Ende. Die Zweierwertung kurz vor dem Gong und der damit verbundene 4:3-Punktsieg für Ibrahim Yusupov vom TKSV Duisdorf. Nochmal ein Segen auf das Konto der Bonner.